Hi, ich bin's Gustav mit F. Ein paar alte Waffen sind hier. Epic so, hey, wir werden pro Tag eine alte Waffe wiederbringen. Epic aber auch so, oh, wir haben anscheinend alles auf einmal reingebracht. Eigentlich wollten sie laut offizieller News nur die LMG drin haben, aber ich glaube, es sind alle alten Waffen drin. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ja, ich meine, ja, whatever, ne? Muss er mit leben, ne? Oh, die neue LMG, let's go. Also alte LMG. Wie geil das aussah, Mann. Oh Mann, okay, ja. Wie gesagt, offiziell sollte eigentlich nur die LMG zurück sein, aber... Das haben sie wohl nicht ganz so geschafft, wie sie wollten. Schöner Anfang, schöner Anfang. Ich würde natürlich aber auch gerne die neue Waffe finden. Das wäre dann... Oh, da ist die alte Pump, denn wie gesagt... Irgendwie haben sie es mit den... alten Waffen nicht ganz so hinbekommen, wie sie wollten, glaube ich. Ah, yes, let's go. Ach ja, wir bleiben halt einfach mal bei den neuen Waffen. Bei den neuen alten Waffen teilweise. Aber ja, wir spielen jetzt Revolver. Und die zwei alten Waffen dazu. Oh, ich habe so Angst, gegen die Kampfrotflinte anzutreten. Das sage ich auch ganz ehrlich. Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe. Kampfrotflinte, absolut heftig. Mal sehen, ob es wie eine gute Sniper funktionieren kann. Sie ist auf jeden Fall schneller als eine Deagle beim Genauwerden. Was die Deagle halt so unfassbar schlecht derzeit macht, finde ich. Man hat einfach nicht immer die Zeit, mal so lange zu warten zum Schießen und muss halt schnell schießen. Ansonsten schießt jemand mit der Sniper zum Beispiel schon zurück. Bitte sag mir nicht, dass da oben jemand campt. Das wäre so peinlich. Da hat jemand einen Baum abgebaut? Ja, denkt irgendwie so aus. Hier ist halt wirklich jemand. Oh mein Gott. Ah, shit. Konnte ich jetzt nicht mit dem Revolver machen, oder? Ich denke mal, da habt ihr Verständnis für. Hat sich jetzt natürlich nicht falsch angefühlt. Also die Pump ist ja natürlich keine schreckliche Waffe oder so. Das müssen wir nicht behaupten. War auch schön, dass wir hier gerade zwei auf einmal getötet haben. Aber ja, ich würde gerne mit dem Revolver meistens jetzt spielen, aber ich werde nicht im Nahkampf mit dem Revolver spielen. Das wiederum könnt ihr vergessen. Wer macht denn sowas hier? Wer baut denn hier alles ab und baut dann was? Ich meine, als Challenge vielleicht zum Spaß. Aber der meint das ja ernst. Oh, was ist denn da los? Warum baust denn du da so? Musst du dich heilen? Ich will gerade nicht in den Nahkampf gehen, ansonsten tendiere ich dazu, wieder die Shotgun zu verwenden. Ach, schade. Weg zugebaut. Ja, ich... vielleicht etwas groß die Entfernung. Ich habe halt schon eher nichts gesehen. Ich bleibe nochmal kurz hier, um zu gucken, ob ich irgendwie Fernschüsse mal probieren kann, um zu wissen, was für ein Damage daraus kommt und so. Ob sich das lohnt, auf Fernkampf überhaupt zu gehen. Einfach mal probiert. Ah, 35. Ah, das ist wohl der Nachteil, ne? Zielt schneller als die Diegel. 35 Schaden auf Entfernung. Yikes. Das, mein Freund, ist ganz schön wenig. Aber kann halt sehr schnell schießen, ne? Wir gehen mal runter. Also auf Entfernung, habt ihr gesehen, fällt mir sehr schwer genau zu sein damit. Oh, 116er. Oh! Okay, aus der Entfernung. Ja. Ja, ja. Der Headshot war aber natürlich sexy. Aber beide bekommen, das war natürlich absolut alles, was man gerade wollte. Die haben da überall Fallen gelegt. Oh, bessere Shotgun. I will take it. Das war jetzt aber gerade schon... Es war schon sexy. Also gut, nicht so long range wie die Deagle. Das ist aber auch einfach das, was die Deagle ja quasi auszeichnet. Dass man immer gleichen Schaden macht. Das ist eine Waffe, die offensichtlich Reichweite hat. Also eine bestimmte Reichweite, wo sie dann den Damage verliert. Was Sinn macht, sonst wäre sie einfach in allen Bereichen besser als die Deagle. Und das wäre irgendwie sinnlos. Aber ich mag die Deagle ja derzeit nicht mehr. Das ist ein Problem daran. Einfach zu viele Waffen, die besser sind als die Deagle. Das war nicht schlecht, Mann. Das war nicht schlecht. Hat Spaß gemacht. Mega Glück gehabt, dass die von der Position aus zu sehen war, finde ich. Okay. Wer schießt da? Ach, hinter mir. Meine Güte, okay. Ich glaube, ich muss mich mit dem hier beschäftigen.
Nice, nice. Ah, du kannst halt, ne, mal eben so schön drauf feuern. I like that. Könnten wir... Er tanzt. Oder machen. Nice, Mann. Ob der tanzt da drin? Oder machen. Ich glaube, er hat einfach verstanden, dass er verloren hatte. Oh, der hat den Gold. Die gönnen wir uns natürlich mal schnell. Dachte, ich hätte da was gesehen. Nice, Mann. Schöne Runde bisher. Richtig viel Spaß gehabt. Okay, wofür steckt ihr euch, ha? Wofür steckt ihr? Junge, die Waffe macht Bock, ne? Also, einfach nur, weil die so schnell kurz mal verwenden kann. So, bam, weg. Und das kann die Deagle halt nicht. Und das macht die Deagle so unfassbar nervig. Er ist so, na, 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 na. Und ich so, bam. Das hat sich gerade schon sehr gut angefühlt. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir mit der Waffe denn jetzt so abgehen in der Runde. Aber schon sehr, sehr nice. Okay, wir haben noch 4 andere Gegner. Ja, gucken natürlich, dass wir nicht zwischen alle kommen oder so. Und im besten Fall eher mit dem Revolver schießen, als mit irgendwas anderem. Wäre mein Traum zumindest. Ah, ich habe Bock auf die Waffe, Mann. Die bockt. Einfach wegen der Schnelligkeit. Das war ich ja die ganze Zeit und deswegen... Warte mal, ist das ein Spieler oder ist das ein Vogel einfach? Das ist ein Vogel. Das sieht komisch aus. Oh, hi. Oh. Lol, hab mich nicht wegbewegt irgendwie. Nehme ich an. Schön gemacht. Zack, 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 zack. Drei Stück hat der von den Großen. Damn. Schade. Ja, war ja nice, der Schuss. Woo, baby! Wer will noch was? Oben ist einer. Hm, schade, jetzt sind sie doch alle hier. Gönnen wir uns nochmal. Mal sehen, wir fliegen mal ein bisschen hoch. Ja, die sind oben. Oder? Nicht? Wo sind die denn? Wait, what? Was habe ich denn da gerade gehört? Ah, da! Lol. Es sind noch 2. Wie könnte ich das machen, dass ich beide bekomme? Wow! Habe ich ein bisschen Glück. Alter, wäre ich so gestorben. Stell mal vor. Heilige Mutter Gottes. Ey, wenn ich so gestorben wäre. Zum Glück habe ich die Dinger dabei. Zeigt euch, Boys. Ah. 43, ja. Ah, dass ich den ersten verfehlt habe? Yikes. Ach, schade. Wo ist der andere, ha? Oh, der ist schon hinter mir, okay. Das war nix, mein Freund. Oder zu mir. Komm schon. Oh, du kannst so schnell damit schießen. Weh, du klaust mir den. Ah, nein, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Schade. Na komm.
wie meine Waffe einfach nicht getroffen hat. Hä? Wow. Bin schlichtweg vollkommen erstaunt. Heilige... Die hat einfach nicht getroffen. Und ich dachte, ich mache hier so ein Spaßding. Der ist immer noch unten, oder? Ja, ist er. Wir haben den gerade da unten gesehen. Versuche ich mal damit hier zu töten, natürlich. Da unten ist er. Hat das schon drin, oder was? Oh. Wie schnell kann man damit aufschießen? Geht so, ne? Macht er so? Da oben ist er. Nein! Ich könnte verlieren. Oh mein Gott. Okay, das war... Alter, das war knapp, ne? Hey, die Waffe macht Bock! Die bockt richtig hart! Hätte ich jetzt zum Beispiel echt nicht erwartet. Ich war mir sehr, sehr unsicher über die Fähigkeiten der Waffe, aber jetzt bin ich ganz schön überzeugt. Mann, geiles Ding. Du kannst ja einfach so schön bam, bam, mal schnell einen kleinen Hit landen. Das, was die Deagle eigentlich auch sein sollte. Und das ist die Waffe aber. Geiles Ding, Mann. Gönnt euch auf jeden Fall. Es war eine wundervolle Runde mit schönen Kills und wirklich genau das, was ich von diesem Ding hier erwarte. Danke, dass ihr dabei wart. Küsse gehen raus. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga got no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. Get tuned into the relish now. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga got no limits now. I've been ballin' for a minute.